Jetzt läuft es. Genau. Hier bitte? Und da wieder heute Abend auswerten. Ja. Oh, du hast kaputt gemacht, das merke ich mir. Das war der Kollege aus Bern. Der hat das Auto kaputt gemacht. Du machst unsere Autos kaputt? Ja. Soll ich sie übernehmen? Ja. Gut. Also, die Visiere, die drücken jetzt. Genau. Mach dir die Klappvisiere, wenn ihr arbeitet, runter. Klappvisier. Wenn du da dran bist, dass nichts wegfliegt. Noch mehr. Ja, denn jetzt. Die unteren Zylinder vielleicht noch weiter unten ansetzen. Vielleicht könnt ihr jetzt den langen Zylinder nachsetzen, wenn es euch jetzt noch nicht reicht. Reicht es euch? Ja. Gut. Wenn nicht, würdet ihr den zweiten Zylinder nachsetzen einfach, unten drunter. Das Gute an dem Kupplungssystem ist ja, ich kann jetzt die Kupplung einfach abmachen, den Zylinder stehen lassen, könnt den zweiten parallel reinsetzen. Dass jetzt auch mal der Zylinder in dem Fall dicht am Patienten ist, macht kein Problem, es sei denn, er hat eine Metallallergie. Ja? Die wird er wahrscheinlich nicht haben. Es muss sichergestellt sein, dass der Zylinder nicht unkontrolliert abrutschen kann und den Patienten dann gefährdet. Aber das ist ja nicht so, dass der Zylinder daraus springt, ja, sondern der wird abrutschen und durch das Eigengewicht den Patienten dann verletzt. Und das wollen wir natürlich nicht, das müssen wir ausschließen, keine Frage. Wir können natürlich durchaus mit den Rettungsgeräten am Patienten arbeiten, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwo zu drücken, wo er gar nicht eingeklemmt ist. Sondern wir müssen schon da arbeiten, wo auch die Einklemmungen sind. Sonst kriegen wir natürlich nicht befreit. Ja? Also das langt euch so, könnt ihr so mit leben. Okay? Gut. Kurze Zwischenfrage. Hätte ich nicht vielleicht noch eine größere Chance gehabt, das großflächiger wegzudrücken, hätte ich nicht noch ein Palholz dazwischen gelegt? Ja, zum Beispiel. Genau. Wenn ich jetzt ein Holz hier dazwischen mache, dann kann ich, sage ich mal, den Hebel, der hier drauf wirkt, und die Fläche vergrößern, noch mehr von dem unteren Bereich rausdrücken. Ja? Dann war das nicht auch der untere Bereich. Genau, genau. Eben. So, dann würde ich vorschlagen, dann tauschen jetzt die Gruppen und jetzt die andere wieder dran. Wo ist der Gruppenführer? Okay. Also, ich bin der Notarzt. Hallo. Ja. Euer Auftrag ist, wir haben jetzt den Arm soweit frei, ist jetzt von uns erstmal versorgt worden, Zugang ist gelegt. Der muss in 10 Minuten, muss er hier in dem Beinbereich komplett frei sein. Das bedeutet also, ich möchte, dass beide Türen weg sind und die B-Säule. Genau. Und die B-Säule weg. Und die B-Säule komplett weg. Jawohl. In 10 Minuten habt ihr Zeit dafür. Dann muss ich da dran. Ein innerer Retter muss wieder rein. Okay, nimmst du Spreizer, nimmst du auch Spreizer und du bereitest die Schere vor. So, wie gesagt, das Hindernis kann nicht weg. Mhm. Ja, Management. Das ist aber zu gut. Die Türe, hier aufmachen. Wenn die Werkzeuge da sind, dann werde ich eine Fragestellung mal bringen. Ja. Ja? Zuerst, dass die Fahrertür raus und. Ja. Kommt ihr mal und macht einen Halbkreis, dass ihr das auch mitbekommt, was ich sage. So, wo ist der Spreizer? So, mal langsam, ganz kurz. Soll der Zylinder weg tun, oder? Der kann drin bleiben. Der kann drin bleiben. Wichtig ist, dass der Zylinder wieder heute so nicht aufläuft. Das müssen wir mit berücksichtigen, wenn wir jetzt dann arbeiten. Genau. Magst du den zweiten Mann? Genau. Den zweiten Mann, der was den Zylinder dann hält, den so. Herunterfallen. Thomas? 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 Das ist gerade, dass Sie es alle mitbekommen. Wir haben jetzt das Fahrzeug hier am Hindernis stehen. Die Maßgabe ist ja, dass das Hindernis nicht entfernt werden kann. Der Platz, wie er hier ist, könnte natürlich jetzt ausreichen. Und das ist das, was der Thomas vorhin gesagt hat. Jetzt wollen wir euch versuchen, auch mal ein paar andere Sachen mit an die Hand zu geben. Gesetzt der Fall, dass jetzt einfach das Fahrzeug noch dichter am Baum dran ist, dann ist natürlich das Arbeiten hier relativ schwierig. Was hätten wir für Möglichkeiten, uns Platz zu schaffen, dass man die Türen besser entfernen kann? Was gibt es für Möglichkeiten? Was machen mit dem Spreizer? Auto wegschieben. Das heißt also, wo würdest du ansetzen mit dem Spreizer? Möglichst weit unten. Hat den Hintergrund, je höher ich setze, desto größer ist der Hebel, was als Kipphebel nachher wirkt. Das Fahrzeug kippt. Das heißt, es würde sich eher stauchen, es wird also nicht wegrutschen. In dem Fall ist es natürlich noch schwieriger, weil er oben drauf sitzt. Also möglichst weit unten antreiben. Was für einen Nachteil könnte es in dieser Situation jetzt haben, wie wir es hier jetzt antreffen? Könnte sein.
erfahrungsgemäß hält der Schweller viel aus. Aber das wäre zum Beispiel zu berücksichtigen, wenn ich es mache, dass ich ein Auge drauf habe, dass ich nicht noch mehr da eindrücke, als jetzt schon eingedrückt ist und den Patienten damit einschränke. Was hätten wir noch für Möglichkeiten? Ja, im Prinzip auch wieder mit dem Stempel arbeiten. Ja? Wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich einen Stempel gegen den Baum setzen kann, zur B-Säule oder dergleichen, dass ich den auch verschieben kann. Genau, sprich praktisch über die B-Säule. Hier ist jetzt natürlich so, dass der Patient den Platz da einfach belegt, sodass wir mit dem Zylinder nicht bis ganz unten hinkommen. Wir könnten nämlich die Verformung rausdrücken gegen den Widerstand des Baumes und das Fahrzeug könnte sich wegschieben. Ist hier jetzt relativ schwierig, weil er so eben auf dieser Mauer draufsteht. Was hätte man noch für eine Möglichkeit? Anheben. Wie anheben? Was anheben? Das Fahrzeug. Und was machen damit? Dann der Klimmzweck. Und wie anheben? Das probieren wir nämlich jetzt mal aus. Das heißt, wir werden jetzt mit dem Spreizer hingehen und werden gegen die Radnabe drücken. Gegen die Radnabe deshalb, weil es der Mittelpunkt der Achse ist, damit verdreht sich das Rad nicht so stark. Wenn ich irgendwo auf die Seite gehe oder an die Felge oder an Radbolzen, dreht sich das Rad weg. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt gegen die Radnabe und drücken mit dem Spreizer so dagegen. Das heißt, eine leichte Aufwärtsbewegung und gleichzeitig die Bewegung nach hinten. Das bedeutet, drüben müssen wir die Stabilisierung jetzt erstmal ein bisschen zurücknehmen. Ja? Und dann probieren wir das mal. Das, was wir machen, ist jetzt probieren. Das ist das, was wir hier im Übungsdienst jetzt erfahren können, spüren, erleben können. Was man im Einsatz nicht so machen kann wie im Übungsdienst. Da haben wir nicht arsch viel Chancen. Es gibt noch eine Möglichkeit, wenn das Fahrzeug noch näher am Baum findet, ja? Dass man Hebekisse einsetzt. Zum Beispiel. Genau, genau. Hier geht es eigentlich auch darum, dass man einfach wieder das Repertoire an Möglichkeiten, an Variationen auffüllt, dass man immer wieder auch einen Plan B und C hat, wenn der erste nicht greift. So, wir machen das jetzt mal mit dem Spreizer, wie wir es verabredet haben. Hinten auf der Seite ist da Stabilisierung, die müssen wir zurücknehmen. Jetzt gehst du rüber zu der Stabilisierung. So, da drüben, wenn der drüben fertig ist, sagt er Bescheid. So, jetzt mehr in der Bewegung, der soll ja auch in die Richtung weggehen. So würdest du nur anheben. Geh mal hinten höher, hinten höher, hinten höher. Genau. So, genau. Und jetzt da dagegen. Okay. Bist du dran? Stabilisierung ist weg. Okay, so. Jetzt hebst du mal langsam an. Und jetzt stopp, langsam. Und jetzt kippt mal den Spreizer nach oben. Weiter, drück dabei. Ja, dann machen wir weiter. Okay, weiter. Gut, stopp. Er bewegt sich jetzt nicht viel. Wir könnten jetzt den Unterbau hier machen. Wir haben ein bisschen Luft bekommen. Hier vorne hat es jetzt nicht viel gebracht, weil er da drüben wahrscheinlich bei den Rädern einfach zu fest drin ist. Ja? Hat jetzt in dem Fall nicht so funktioniert, wie wir es uns erhofft haben. Wir probieren es nochmal, lass nochmal sauber ab. Noch weiter zu und versuch mal den Spreizer hinten noch höher zu kriegen. Genau, wir probieren es erstmal so. Immer erstmal das Einfachste. Was gut wäre, wäre auch ein Spaten oder irgendwas. Der gräbt jetzt erstmal ein. Gut, jetzt legen wir unter. Ja, also an der anderen Stelle hier vom Platz hat es gut funktioniert. Jetzt legen wir was unter. So, warte mal, Achtung. We have to do it in the center of the wheel? Yeah, on the center of the wheel. Of the wheel. Wir würden dann gerne absichern für die Backe her. Das muss man anprobieren. Okay. Weiter, weiter, weiter. Ja, er hätte ein bisschen hoch gemusst noch. Okay, nochmal. Gut, stopp. Hinten ein bisschen runter. Okay, jetzt. Noch ein bisschen. Okay, fertig. Okay, hier geht es auch jetzt nicht weiter. Ja, der hängt jetzt unten am Motor, hängt er jetzt an der Mauer. Aber es hat ein bisschen Platz gegeben. Das gleiche probieren wir jetzt mal hinten. Das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht das, was wir als Standard empfehlen, sondern es ist einfach wieder eine Möglichkeit, die wir haben. Ja? Erschütterungsarm, das Fahrzeug wegzubewegen. Geh hinten an die hintere Nabe. Ja? Und dann hier genau, nachstabilisieren dann.
can you do it all, also in the middle of the car? Of only, könnte man auch machen, genau. Könnte man auch. Wir sagen jetzt mal, das ist so eingedrückt, damit es nicht noch weiter eingeht zum Patienten, wäre das eine Möglichkeit. Radnabe hat mit der Karosserie nichts zu tun, da können wir nichts eindrücken. Als Möglichkeit. Natürlich gegen Schwelle, überhaupt keine Frage, funktioniert genauso. Ja. Jawohl, genau. Ja, ist gut, so wollen wir es ja. Hm? Gut, das war's schon. So, und jetzt lassen wir es mal so stehen und schaut euch jetzt mal an, was wir an Luft bekommen haben. Das waren vorne, hinten vielleicht 10 cm. Und was wir jetzt Luft haben und wie wir jetzt arbeiten können, das heißt, die Vorbedingungen, jetzt diese Türen zu entfernen, samt B-Säule, sind ganz andere, wie wir sie eben hatten. Ja? Wir haben wesentlich mehr Luft, nämlich die Luft, die wir benötigen, was eben der Spreizer an Spreizweite schaffen kann. So, und jetzt ist es eben an euch, ich als Arzt sage, ihr habt ab sofort 10 Minuten Zeit, dem Patienten die gesamte Seite hier zu entfernen, also am Fahrzeug die ganze Seite zu entfernen. Ja, 10 Minuten. Ab jetzt. Wo ist der Kollege mit dem Schneidgerät? In die Hand nehmen. Ihr arbeitet miteinander. Nicht nebeneinander und nicht nacheinander, sondern miteinander. Du guckst immer, ob er vielleicht was von dir gebrauchen kann. Ja? Du bist bereit. Ihr arbeitet zusammen in einem Team jetzt. Ja? Ihr arbeitet nämlich jetzt miteinander. Du guckst, ob er nicht vielleicht Hilfe braucht. Und du weißt, du hast hier einen Mann, der dir unter Umständen mit dem Schneidgerät helfen kann. Klappvisiere. Klappvisiere. Auch bei dir? Bitte. Voilà. Ja, du gehst mit. Du bist dabei. Da macht er auf, dass wir die Seiten raufbringen und dann schneiden wir die Säule alle raus. Warte. Stopp, so stehen bleiben, nicht bewegen, nicht, guckt euch das an. Die Handstellung, wie ihr da hält, immer versuchen, dass ihr euch selbst nicht irgendwo in Gefahr bringt, einzuklemmen. Ja? Ich will es nur einfach, wenn es für dich so in Ordnung ist, ist gut. Denkt bitte daran, dass an den aktuellen Fahrzeugen Materialien verwendet werden, die wesentlich spröder und härter sind. Das bedeutet, sie reagieren anders, auch die Geräte reagieren abrupter. Das heißt, wenn die irgendwo jetzt anfangen, sich zu bewegen, ist es abrupter und ihr habt nicht mehr die Zeit, eure Hände irgendwo rauszubringen. Ja? Das heißt also, im Vorfeld die Handstellung so wählen, dass ihr euch nicht klemmen könnt. Ja? Jetzt muss der kommen. Wenn du siehst, dass mit dem Schneidgerät das besser ginge, der steht immer parat. Oder vielleicht der Zahnbrecher, ne? Immer schneiden.
die Besenlage weggehen. Weil dann könntest du zum Beispiel schon herkommen und hier weiter spreizen, dann könnte der es gerade abschneiden. Dann wird dir Zeit gespart. Weiter. Sehr gut. Okay, wir kommen dann mach die Tür auf. Hier. Einwandfrei. Das ist genau, das war top gewesen. Er hat einfach die Maschinenkraft genutzt, weil von Hand hätte man es wahrscheinlich am Baum nicht vorbeigebracht. Also hat er die Maschine arbeiten lassen. Ich denke, die ganze Tür weg haben. Komplett, alles weg. Alles weg.